sehen aber auch gut aus. Physalis, beziehungsweise Andenbeeren. Ja. Hat Flo den einen Tag so viele geerntet, jetzt können wir da bald einen zweiten Laden mit aufmachen, dass wir gesagt haben, was macht man eigentlich mit so viel? Ich meine, ich esse die total gerne, aber ich mag jetzt auch nicht hier knapp 2,5 Kilo den ganzen Tag futtern. Nee. Also haben wir uns entschieden, wir machen Marmelade draus. Eigentlich müsste ich auch mal ausprobieren, ob man die nicht so als ganze Früchte auch einkochen könnte. Ginge bestimmt auch. Aber das irgendwann mal. Heute geht es darum, dass wir Marmelade aus Andenbeeren machen. Und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch nach dem Vorspann, nicht? Ich glaube noch nicht ganz. Ich möchte auch noch. Du hast eine Melone getragen. Ja, eine Melone. Und du? Aus der machen wir auch Marmelade. Ich bin selten sprachlos. Das war jetzt so. Aus einer Wassermelone Marmelade. Ja. Sieht man nirgendwo, kriegt man nirgendwo zu kaufen, also lass uns das ausprobieren. Okay, dann machen wir jetzt eins. Ja. Du bringst die weg, weil ich brauche jetzt Platz für Physalis. Na gut. Bringst sie weg, dann machen wir beide zusammen, nach dem Vorspann, der dann jetzt wirklich gleich kommt, Physalis-Marmelade und dann machen wir Wassermelonen-Marmelade. Alles klar, Chef. Gut, so, bring sie weg und bring dir mal ein Brett und ein Messer mit. Ich fange schon mal an, weil während ihr jetzt im Vorspann guckt, schneide ich die in der Mitte durch und Flo hilft mir dabei. Musst du mir ja noch mal verraten, ne? Was denn? Wie kommt man denn bitte schön auf die Idee, von einer Wassermelone Marmelade machen zu wollen? War das nicht sogar deine Idee? Nee. Echt? Also, ich hatte vor, Saft draus zu machen. Ich wollte eigentlich eine Wassermelone nehmen und wir haben ja so eine Saftpresse. Und ich wollte die da mal durchhauen und wollte mal probieren. Jetzt kommt er mit dieser Wassermelone an und wir, naja. Ich habe wirklich noch nie, also ich muss das mal wieder ranmachen, weil sonst kriege ich wieder Ärger vom Flo, dass ich nicht mithelfe. Ich habe wirklich noch nie Wassermelonenmarmelade gesehen. Und ich habe mal im Internet geguckt, also es gibt Leute, die haben die schon gemacht, aber die haben dann da noch tausende andere Sachen mit reingemacht, damit das irgendwie eine Marmelade wird. Aber pure Wassermelonenmarmelade habe ich noch nie gesehen. Tja. Muss ich jetzt wohl durch. Also probieren wir das einfach aus. Ob die nachher was wird, ist eine andere Sache. Nur wie? Wie das Ganze? Da habe ich echt keine Ahnung. Aber nun geht es ja erstmal darum, die Physalis zu verarbeiten. Und das ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Wir schneiden die jetzt in der Mitte durch, weil sie haben ja schon so eine recht feste Pelle. Und die müssen wir irgendwie durchbrechen, weil sonst wird die ewig kochen. So habe ich zu Flo gesagt, wir schneiden die jetzt einmal in der Mitte durch. So. Das habe ich übrigens hier genau abgewogen. Das sind genau 1 Kilo. Nicht, dass ihr sagt, wie viel macht denn ihr da jetzt rein? Das ist doch viel zu viel. Nein, es ist genau 1 Kilo. Und das kommt jetzt hier rein in den Topf. Wenn wir dann mal fertig sind mit Schneiden, obwohl das relativ schnell geht. Und dann werden wir die erhitzen. Dann kommt Gelierzucker zu. Und dann ist ja eigentlich so eine Marmelade schon fertig. Tja, ich mache immer noch einen Spritzer Zitrone rein. Das habe ich von Oma mal gelernt. Oma hat gesagt, mach einen Spritzer Zitrone rein, dann wird sie fester. Tja, ob das jetzt so ein Ammenmärchen ist, weiß ich nicht. Aber bis jetzt hat das immer funktioniert. Sag mal, du hast so richtig deinen Spaß da, ne? Ja. Ja, der ist auch schneller als ich. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass wir bald ein Video von dir sehen? Ja, du hast schon mal was angedeutet. Ja, da hat er mich nämlich geärgert. Da hat er mir erzählt, da war ich im Garten, habe die Äpfel gepflückt. Stimmt gar nicht. Du hast die Äpfel gepflückt und ich kam an, ich sag, was soll das denn? Weil ich die eigentlich noch ein bisschen hängen lassen wollte. Und da sagt er, nö,
Die bleiben nicht hängen. Wir machen da jetzt Apfelmus von, weil ich möchte Apfelmus haben. Ja, nett wie ich war, habe ich gesagt, okay, dann kannst du auch das Video dazu machen. Meine Apfelmus ist hier jetzt nicht so eine schwierige Geschichte. Aber allein um Flori mal wieder vor die Kamera zu kriegen, habe ich gedacht, ist das ein gutes Mittel. Und hat ja offensichtlich funktioniert. Oder? Ja, doch, durchaus. Ja. Ihr seht, wie begeistert er ist. So, wir machen das jetzt hier mal fix fertig und dann sehen wir uns gleich wieder zum Marmelade kochen, ne? Geschafft. Ja, das kannst du laut sagen. Wir haben ja nun 2,5 Kilo gehabt von den Physalis. Jetzt habe ich gesagt, auch ein Kilo schaffe ich nicht aufzuessen, beziehungsweise 1,5. Wir haben jetzt mal eben 2 Kilo Physalis genommen und brutzeln die hier jetzt an und machen daraus halt Marmelade. Wird ein bisschen mehr, aber mehr ist ja immer gut. Ne? Ja. Ja. So. Ja, jetzt bitte, das duftet schon, ne? Dabei ist da noch nicht mal irgendwas drin. Da kommt jetzt ja auch quasi nur noch der Gelierzucker rein. Und ein Schuss Zitrone. Klugscheißer mag ja keiner, ne? Hast recht. So. Zitrone. Na, einen kleinen Schuss noch. Reicht dir das, ja? Ja. Das musst du ja eigentlich wissen. Mhm. Das reicht. Haut hin. Okay, gut. So. Kannst du mir mal da vorne den Deckel bitte holen? Na klar. So, und mach mal drauf. So. Bitte. Damit das jetzt so ein bisschen einkocht, einreduziert. Und dann kommt erst der Gelierzucker zu. Wir nehmen 2:1 Gelierzucker, das heißt 1000 Gramm Früchte, 500 Gramm Zucker, weil ist ja nicht ganz so süß. Also, obwohl die Dinger sind schon ganz schön sauer, ne? Ja. Also, aber ich finde das gut. Ich mag das ja gerne. Ich bin mal gespannt, wenn die nachher fertig ist, wie die schmeckt. Viel schlimmer bin ich auf den Anschluss gespannt. Ja, lach ruhig. Ich bin auch gespannt. Ja, was du für Ideen hast. Ich habe mir da übrigens überlegt, was denn? Willst du die eigentlich vorher noch pürieren oder sollst du ein Stück machen? Die, ja? Nee, die bleibt so. Okay. Die bleibt so. Aber bei der Wassermelone, da habe ich mir überlegt, da sind ja auch Kerne drin. Und um diese ganzen Kerne jetzt, die können wir nicht alle rauspimmeln, das macht ja keinen Sinn. Wir werden die Wassermelone, das darfst du dann gleich machen, in Stücke schneiden. Dann werden wir das Fruchtfleisch rausnehmen und werden das du mit einem Löffel durch ein Sieb pressen. So, und wenn das dann durchgepresst ist, dann ist das ja schon so, ja, fast wie hier, ne? Mousse. Ja, so ein kleines Mousse, genau, so ein Zeug. Wir nehmen davon, also als, wie soll ich das sagen, als Ausgleich, weil Wassermelone hat ja mehr Wasser als hier so eine Physalis oder sowas, ja. Nehmen wir nur 700 Milliliter. Das heißt, wir berechnen das auf Gelee-Art. Weil ich nicht weiß, ob der Gelierzucker das Ganze hart machen würde, wenn ich jetzt sagen würde, wir nehmen ein Kilo. Also nehmen wir 700 Milliliter. Und daraus wird dann hoffentlich Wassermelonenmarmelade. Wenn nicht, ja, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir Marmelade gemacht, die keine Marmelade ist. Du kannst ja schon mal die Wassermelone holen. Ja. Du kannst dich dann nett, wie du bist, hier in die Seite oder an die Seite. Holst dir noch ein langes Messer und dann kannst du die schon in Stücke schneiden. Die kommen dann hier rein. Ja. Und ich kümmere mich mal um die Marmelade, die hoffentlich auch was wird. Also, bis gleich. Wir sehen uns gleich. Ich mache mal fertig hier, ne? Der Flori wieder mit der Wassermelone kämpft. Oh, die sieht aber gut aus. Oh ja. Ja. Wir könnten ja jetzt Fake News verteilen, indem wir sagen, es ist bei uns aus dem Garten. Das wären dann aber Fake News. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, ja. Aber, so sind wir nicht. Nein, bei uns nicht. Gut, wir wollen auch kein Präsident werden, aber ist eine andere Sache. Ja, ich bin echt gespannt. Kinder, das macht man nicht nach. Das ist übrigens unsere Tür. Und das hier, das brutzelt so richtig schön vor sich hin. Und ich habe da auch noch keinen Gelierzucker drin. Aber, oh, das riecht, ne? Flori, müssen wir mal riechen? Schnupper mal. Warte.
Er kämpft mit der Wassermelone. Oh ja, das riecht echt schon gut. Ja. Süß-säuerlich so ein bisschen. Ich bin ja mal gespannt. Ich auch. Es war ja so ähnlich wie bei dieser Tomatillo-Marmelade, die wir gemacht haben. Tomatillo-Marmelade, müsst ihr ein Video zugeben irgendwo. Bei uns auf dem Kanal, einfach mal gucken. Wie gesagt, da haben wir Marmelade draus gemacht. Und Tomatillos haben ähnlich wie die Physalis, beziehungsweise hier die Andenbeeren, diese kleinen Samen da drin. Und jetzt ist das ganz lustig, wenn man diese Marmelade isst und man beißt da drauf, das ist immer nur so ein bisschen so plupp. Das ist total lustig. So. Aber hier sind wir jetzt soweit. Das hat sich alles schön aufgelöst. Und jetzt kommt mein Gelierzucker. Oh. Na komm her, hier. Öffne dich. Kriege ich sowieso hin. Oh, einmal. Das Gute ist ja, wenn man Gelierzucker nimmt und kippt das rein, wird danach gleich noch mehr. Die Gläser für die Marmelade habe ich übrigens hier nebenan auf unserem, wie sage ich immer so schön, Bollerofen stehen. Damit die Gläser steril werden, schwimmen die gerade noch in Essigwasser. Ist aber auch gleich soweit. Aber das mache ich erst, wenn... So, einmal zur Seite legen. Die hole ich erst raus, wenn die Marmelade soweit fertig ist. So. Jetzt ist da Gelierzucker drin und jetzt riecht es noch besser. Und kriegt Farbe. Ein richtig schönes Orange. Richtig toll. So, wenn das fertig ist, sehen wir uns gleich wieder. Also meine Marmelade ist, sagen wir mal, fertig. Ich glaube jedenfalls. Ich muss hier jetzt erstmal wieder Gelierprobe machen. Ja. Also die erste unfreiwillige Gelierprobe haben wir ja schon gemacht. Ist mir doch allen Ernstes der Kochlöffel da reingerutscht. So, wir nehmen nur ein bisschen. Und wir nehmen auch nur von der Flüssigkeit. Also, du darfst da rein. Und das köchelt, ne? Das sieht gut aus und das riecht, ne? Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, Flo. Du wolltest das. Hier, Flo macht schon Wassermelone. Klappt gerade mehr schlecht als recht. Ja. Ich wollte die nicht machen. Aber es geliert schön. Ja, das ist doch die Hauptsache. Guck mal, hier am Rand sieht man das schon so schön. Ich weiß auch früher, wenn meine Oma das gemacht hat, ne? Weißt du, was die gemacht hat? Was denn? Die hat nicht wie ich hier so einen Sparsamteller gemacht. Die hat früher mal eine Schale genommen. Dann wurde die Schale halb voll gemacht. Und so lange hat man das köcheln lassen. Und dann hat sie das in den Kühlschrank gestellt. Und hat gehofft, dass es geliert. Der Vorteil daran war, sie hatte gleich erstmal für den nächsten Morgen fürs Frühstück, hatte sie erstmal Marmelade. Wenn ich nicht da war. Hm. Oha. Also Geliertprobe bestanden. Geschmacksprobe sowieso, kann nur sein, dass du nichts von abkriegst. Ist auch immer so herrlich. Wenn ich sage, er soll mal probieren, wie jetzt Gelierprobe, dann ist die Gelierprobe ja geil. Er pustet immer noch. Ja, ja, Safety first. Ja, so. Safety first. Mhm. So, ja, meine Lieben. Ach, Spaß. Total. Ja. Ich weiß, wer sie haben will. Wer von uns beiden wollte diese Marmelade haben? Ich. Mhm. Und ich wollte diese hier haben. Sieht wirklich so ein bisschen aus wie die Tomatillo-Marmelade, ne? Mhm. Witzig. Ich finde diese Physalis-Andenbeere, wie auch immer, finde ich ja total cool, ne? Das Problem ist, wenn man die einmal im Garten hat,
ist das ganz schön schwierig, die loszuwerden. So, jetzt muss ich hier nur die richtigen Deckel finden. Ha, gefunden. Guckt euch das an. Sieht die gut aus? Tja, mal gucken, wie viele Gläser das jetzt hier werden. Oh, ich habe ja mit Absicht auch die großen genommen. Um mal etwas platzsparender zu arbeiten. Hast du noch Spaß? Ja. Er wird immer langsamer, merkt ihr das? Also es kann möglich sein, dass das Video nach dieser Marmelade schon zu Ende ist. Nein, ist es nicht. Dafür sorge ich. Manchmal muss man Flori ja auch zu seinem Glück zwingen. Und wenn es bei Marmelade ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon mal überlegt, Wassermelonenmarmelade zu machen. Konnte mir dann aber irgendwie, also irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, wie man die so vernünftig festkriegt und so. Und als Flo jetzt mit dem Ding um die Ecke kam, ich will das machen, da musste ich mir ja ernsthaft Gedanken machen. Und tja, ich hoffe, das funktioniert auch. Also wenn man dich da kratzen hört, ne? Ja. Das ist so richtig so, als wenn ich sagen würde, Flori, geh mal Unkraut zupfen. Da ist doch kein Spaß dran. Komm, mittlerweile schon. Ja. So, guck mal, das wird gut hier. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, wenn wir das jetzt hier gleich fertig haben, dass wir dann hier erstmal aufräumen müssen. Der falsche Deckel, das ist der hier. Nee, das ist der falsche. Dass wir hier erstmal aufräumen müssen, Platz schaffen können müssen, damit du dann deine Marmelade hier machen kannst. Mhm. Also in der Zwischenzeit hast du ganz viel Zeit und schaffst das. Kommt doch was Dickes mit durch. Nicht wirklich. Nee, ne? Na ja, gut. Only Flüssigkeit. Und dann hätten wir sie auch durch die Saftpresse drücken können. Ja. Aber gut. Wäre, glaube ich, einfacher und schneller gewesen. Ja. Ist auch so ein bisschen abschreckend, damit du nicht auf so eine Idee nochmal kommst. Nein. Alles gut. Ich finde das ja cool, wenn wir mal so ein bisschen was anderes ausprobieren. Weil es gibt ja viele Gartenkanäle, wo jeder irgendwie das nachmacht, was der andere schon mal gemacht hat. So. Ich meine, klar, du kannst nicht ständig neue Sachen machen, ne? Haben wir noch eine Schale hier? Wofür? Damit ich das da wegmachen kann. Nö, das lass doch drin. Oder mach das da mit rein. Das passt schon. Achso, ich muss mal weitermachen hier. Wir sind halt so ein Kanal. Wir probieren viele Sachen einfach mal aus, die wir selber ganz witzig finden. Ob die dann im Endeffekt klappen oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber ausprobieren kann man es ja mal, ne? So. Jetzt guckt euch das mal an. Das sieht echt cool aus, oder? Und die tänzeln da noch drin. 2, 4, 6, 7 Gläser. Und da ist noch ein kleiner Schluck drin. Da muss ich mir jetzt ein neues Glas holen. Aber das brauche ich euch ja nicht zeigen, wie ich mir ein neues Glas hole und das da noch reinkippe. Für euch geht es gleich weiter mit Flo und seiner Wassermelonenmarmelade. Oder auch nicht. Ich glaube schon. Also, es geht gleich weiter mit Flo. Ich bin jetzt raus. Ich mache jetzt hier sauber und dann lasse ich Flo wirklich mal alleine machen. Drei Wutanfälle und ein bisschen später habe ich es geschafft. Und anstatt 700 Milliliter habe ich jetzt 1,4 Liter Melonensaft rausgepresst. Manchmal sollte ich einfach meine Klappe halten, was solche Ideen angeht. Welche Ideen? Die Wassermelonenmarmelade. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du wolltest es mal probieren. Gut, ich auch, gebe ich ja zu. Na gut. Ja, fang mal an. Was machst du denn jetzt? Na, so wie du das auch immer machst. Erstmal an. Dann kommt jetzt der Melonensaft hier rein. Also Flo, muss ich dazu sagen,
Er hat das eine ganze Zeit durch Sieb gepresst und irgendwann ist uns dann wirklich auch eingefallen, dass wir ja auch eine flotte Lotte haben. Ja, und was soll ich euch sagen, die haben wir dann genutzt. Ne? So. Gott sei Dank. Ich komme gleich wieder, Flori, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was du hier machst. Ja, ich warte jetzt erstmal, dass es anfängt zu köcheln. Dann kommt, wie immer, halt der, wie heißt das, Gelierzucker rein. Dann nochmal sprudelnd aufkochen, die Gelierprobe machen und dann heißt es eigentlich nur noch abfüllen. Mhm. Finde ich gut. Und jetzt kann ich klug scheißern. Vorhin hat er mich ja angestänkert. Zitrone! Du hast einen Schluck Zitrone vergessen. Den kannst du übrigens schon mit reinmachen. Na gut. Reicht, mal nicht so viel. Das ist ein Schluck. So, ja, ein und theoretisch Schluck. Kannst du auch die den Gelierzucker schon mit reinmachen. Und wenn es dann soweit ist und sprudelnd aufkocht, dann melden wir uns wieder. In, ich denke mal, so 5 bis 6 Minuten. Ein paar Kerne sind drin, hat er eben gesagt. Ja, das passiert. Ist ja nicht schlimm. Das sind ja auch nur die Weißen, die sind noch nicht so ganz reif, hätte ich beinahe gesagt. Und da passiert nicht viel. Wusstest du eigentlich, dass es Wassermelonenkernöl gibt? Nein. Doch, gibt's wirklich. Aber nein. Ich habe keine Ölpresse, sonst würde ich das irgendwann mal machen. Ist ja so mein Wunsch, ne? Ich hätte gern so eine Ölpresse noch. Und wenn ich könnte, würde ich auch noch Käse selber machen, aber da probiere ich mich bald dran. Zumindest erstmal an Frischkäse. Der ist ja nicht so schwer. Und dann mal gucken. Aber das können wir erst machen, wenn wir die Küche hier so, wie wir gesagt haben, renoviert haben. Weil das muss dann doch noch ein bisschen steriler werden, als es jetzt schon ist. Also von daher, ja, werden wir da wohl noch ein bisschen dran arbeiten müssen. So, du hast jetzt den Gelierzucker ja mit drin, ne? Ja. Riecht gut? Ja, doch. Also ich bin ja so ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt, ne? Ich auch. Wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen? Ja. Ja, warten wir es mal ab. Schade ist ja für euch, dass das so kein Geruchsvideo gibt oder so ein Probiervideo. Das wäre eine coole Sache. Obwohl wir im Moment gerade dran grübeln und überlegen, mal ein Gewinnspiel zu machen. Ja, und zwar ein Gewinnspiel, wo man ja so ein Marmeladenpaket von uns gewinnen kann, weil wir haben ja relativ viele Marmeladen, die wir so ausprobieren und wir haben da einfach so viele von, also ich sag mal, wenn Flo und ich die nur essen würden, dann bräuchten wir auch irgendwie keine Wurst mehr und keinen Käse mehr, dann würden wir nur noch Marmelade essen und irgendwann und wären Diabetiker. Das wahrscheinlich auch. Ja. Und wären Diabetiker. Wie kann man denn auf... Ja, das kannst doch nur du machen, ehrlich. Ja. So. Darum sind wir da im Moment so ein bisschen am Überlegen, ob wir das machen und vor allen Dingen wie. Wie ist vor allen Dingen die Frage. Aber mal gucken, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das köchelt noch gar nicht, ne? Na gut, wir warten noch ein bisschen ab, ihr wartet noch ein bisschen ab und irgendwann wird es ja dann wohl mal köcheln, von wegen hier 5 bis 6 Minuten. Nun geht's fast schon los, also fast nicht, aber es köchelt, ne? Ja. Und ich finde ja die Farbe, die ist, das ist so ein bisschen zwischen, weiß ich nicht, Erdbeerrot und, ja, wie soll man das noch nennen? Lass mal ruhig noch ein bisschen mehr kochen, Flori. Also so ein fast schon altrosa, also eine ganz merkwürdige Farbe. Aber gefällt mir. Aber sieht sehr gut aus. Ja, und das duftet, ne? Mhm. Das holt uns dann den Sommer doch ein bisschen zurück. Übrigens, wusstest du, dieser Schaum, der sich da oben jetzt bildet, ne? Ja. Das machen ganz viele weg. Meine Oma hat das früher mal drauf gelassen, weil ich lasse das auch drauf, weil das ist ja nicht schlecht. Das ist ja einfach nur Schaum. Ja. Ne? Ich fand das immer, früher fand ich das immer lustig, weil ich habe den immer, wenn Oma ein neues Glas Marmelade aufgemacht hat, habe ich das immer als erstes runter gegessen, weil ich das witzig fand. Das war immer so weich. So, jetzt stellen wir ein bisschen runter, es sprudelt auf. Nicht so doll. Genau. So, guck mal, jetzt fällt es schon ein bisschen in sich zusammen. Und das wird jetzt, also eben war das,
war die Melone ja noch, sagen wir mal, ja, wie soll ich das nennen? Also, matt. Und jetzt ist sie so fast schon klar, ne? Ja, und glänzend. Ja. So schön. Richtig schön. Und es köchelt noch so ein bisschen vor sich hin. So, jetzt stell noch mal wieder hoch. Guck mal, jetzt sprudelt es zum Beispiel schon nicht mehr so hoch, ne? Nee. Jetzt kannst du das Wichtigste für mich machen. Die Chili-Apfel? Ja, aber nimm mal eine Kelle. Nicht so viel, ein kleines bisschen nur, genau. So. Jetzt darfst du den da rein, genau, stell mal hin. Und du darfst mal das Mikro halten. Ja. So. Das Lustige daran ist, das sieht jetzt wirklich eher orange aus, anstatt dass es nach Wassermelone aussieht, also auf dem Teller zumindest. Tja. Es am Rand schmiert es schon. Das kannst du noch einen Moment kochen lassen. Ja. Ja? Ich komme gleich wieder, ich stelle das mal kurz in den Kühlschrank, damit das ein bisschen abkühlt. Und in der Zwischenzeit, ich rühre. Rührst du und kannst auch noch ein bisschen was erzählen. Ich bin ja echt gespannt, wie die schmeckt. Hm. Aber es war ja echt eine bescheiden schöne Arbeit, das bis zu diesem Schritt jetzt hier. Oder bis zu diesem Punkt, besser gesagt. Aber was macht man nicht alles für gut schmecken, also hoffentlich gut schmeckende Marmelade. Und hoffentlich fest werdende. Das ist ja so die nächste Sache. Wenn die nicht fest wird, dann haben wir jetzt etwas dickflüssigere Melonensuppe. Ist egal. Weißt du, was ich dann mache, wenn das so ist? Was das ist völlig egal. Dann mache ich kleine Grießklößchen und dann gibt's, wir nennen sie dann Kaltschale. Auch nicht schlecht. Ist jetzt im Herbst total klasse, wenn man noch eine Kaltschale trinkt. Oder isst. Ah, das dauert aber auch nicht. Ich bin ja ein total geduldiger Mensch. So. Flori. Ja, bitte? Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich. Eine wirklich schlechte. Ziemlich flüssig? Nö. Schmeckt gut. Lässt du mir auch noch was über? Ja, ist auch genug im Pott. Oh, ich sag euch, das ist lecker. So, Flori, jetzt kannst du ausmachen. Nimmst dein Löffelchen da raus. Und jetzt geht's ans Abfüllen. Mhm. Dreh mal den Topf ein bisschen. Achso, wegen dem Henkel, ne? Genau, und jetzt kannst du genau ran. So, und jetzt die erste Kelle bei jedem Glas immer ganz vorsichtig. Vorsichtig, weil sonst kann das Glas platzen. Mhm. So, nebenbei kannst du mal den Mund aufmachen. Also die schmeckt wirklich total lecker und die schmeckt wirklich richtig nach Wassermelone. Jetzt ist natürlich immer noch diese Sache, ob sie in der Masse, die wir da jetzt in so ein Glas kippen, ob die dann auch fest wird. Flori, ein bisschen schneller musst du machen, weil ja, das wird ja nicht schichtweise und da passiert doch nichts. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Weiter, 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 weiter. So, genau, jetzt nimmst du das nächste Glas, die Kelle kommt in den Topf, genau. Nicht so schlabberig darüber. Ja, das macht man noch nicht. Du? Weil du musst aufpassen, dass du den Rand nicht erwischt. Genau. Er lernt ja noch. Genau. Und jetzt zügig nachfüllen. Also ihr seht, das scheint zu funktionieren. Flori füllt das Ganze jetzt ab, stellt sie dann hin und dann warten wir bis morgen, ob die morgen dann auch alle schön zu sind und fest geworden sind. Und dann gucken wir einfach morgen mal. Ich lasse den Flo jetzt mal kurz alleine. Nicht? Ja. Tschüssi. So. Und wir sehen uns morgen. Aussehen tut sie ja gut, ne?
Und fest geworden ist sie auch. Ja, und hier unten ist ein Kern drin. Ernsthaft? Ja, also, du hast ja gesagt, da ist ein Kern drin. Aber sie ist jetzt, also es ist übrigens, hallo, nächster Tag, ist jetzt so ein bisschen wie Gelee. Also das ist so richtig Marmelade, ist das nicht, ne? So, nee. Weil hier ist ja Marmelade, das ist ja stückig. Filsalis übrigens. Die probieren wir jetzt erstmal. Und dann... so ein Vorführeffekt. Ah, geht doch. Sind auf jeden Fall gut zu. Oh. Hä? Die riechen überhaupt nicht mehr nach Physalis. Riech mal. Die riecht komisch jetzt. Also ich habe einen komischen Geschmack offensichtlich. Geruch. Geschmack. Moment. Probier mal. Ja. Jetzt kommt nämlich was ganz Lustiges. Wenn der jetzt den gleichen Geschmack hat wie ich, schmeckt gut. Das ist wieder typisch. Was für ein Geschmack hat es? Warte, ich komme gleich drauf. Mhm. Probier mal nochmal, mach mal Augen zu. Warte. Ich finde das gerade total witzig, weil das schmeckt überhaupt nicht mehr nach Physalis. Das schmeckt nach einer Frucht, die wir auch im Garten haben, die wir letztens gegessen haben, die Flo und ich eigentlich nicht so gerne mögen, aber die wir jetzt total lecker finden. Ich finde, die schmeckt so ein bisschen nach Mandarine. Mhm. Die Kerne. Wenn du die Kerne jetzt so mitkaust. Was haben wir letztens aus dem Garten gegessen? Unsere erste Frucht, die reif war, die wir eigentlich gar nicht so mögen. Feige. Mhm. Vom Geschmack her schmeckt das total nach Feige, finde ich. Ich finde es so ein bisschen nach Mandarine. Also ich finde, nee. Feige. Aber total. Das ist ja witzig. Jetzt Glas gleich leer. Mhm. Aber bevor wir satt sind, sollten... Nein, die werden wir noch nicht probieren. Ich muss ja erstmal die aufessen. Nein, wir machen nicht. Also, das finde ich schon witzig. Die hat wirklich so einen Geschmack. Mach mal, ne? Oh, auf alle Fälle sind sie zu. Ja. Ist auch wieder so spannend. Ja, doch, durchaus. Aber nicht nach Wassermelone. Jetzt geht's los. Es ist Gelee. Also es ist keine Marmelade, es ist Gelee, sonst wären ja Fruchtstücke drin. Schmeckt nach Zucker. Ich finde es lecker. Ja. Aber so richtig. Also schmeckt frisch. Schmeckt frisch, aber irgendwie so wie Wassermelone nicht ganz, ne? So ganz leicht. Ein ganz bisschen, ja. Müssen wir, jetzt riecht's auch. Jetzt riecht's in der Wassermelone. Das ist ja witzig. Ja, man muss ja auch mal neue Wege gehen. Aber nochmal Platz mir nicht in so einem Video. Okay. Wenn ich hier Physalis-Marmelade machen will und du hier mit mal, ich habe eine Wassermelone getragen, reinkommst. Egal. Lecker. Kann man mal machen. Und ist mal was anderes. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ich habe eine Wassermelone getragen. War das Video von heute. Euch jetzt einen schönen Sonntag. Bleibt uns treu. Werbung machen. Und dann bis nächste Woche und... mal gucken, was wir uns einfallen lassen. Also, treu bleiben bis nächste Woche. Das ist aber ein witziges Zeug, ne?